Hallo, schönen guten Abend. Eine kleine Geschichte, wie sie das Leben eben manchmal schreibt, mit dem Titel Augenblick mal. Blicke, Augenblicke, sie sagen bekanntermaßen mehr als Worte. Ob kurz, ob lang, egal welche Sorte, sie können dich fesseln, dich fressen, vernichten, berichten von schönen und schlimmen, dir den Kopf verdrehen, dich anziehen, dich ausziehen, dich anfassen, dich nicht mehr loslassen, dich festhalten und vieles mehr. Der erste Blick, den wir beide austauschten, war wohl eher flüchtig. Wir nahmen uns wahr, doch richtig kennengelernt haben wir uns erst auf den zweiten Blick. Wie das eben manchmal so ist. Blicke. Augenblicke, ich weiß noch genau, wie dein Blick damals war, als wir gemeinsam in dieser Bar saßen und unseren Mateflaschen nippend verträumt in das Berliner Nachtleben blickten und den Tag Revue passieren ließen. Interessiert und aufgeschlossen tauschten wir unsere Blicke und Gedanken aus. Vorbei, ganz schnell, nur ein Augenblick. Blicke, Augenblicke, ich weiß noch genau, wie dein Blick damals war, als ich er sagte, ich krieg das gerade alleine nicht mehr hin. Bitte, hilf mir aus der Patsche. Ja, das machen wir schon, hast du gesagt. Dein Blick, gelassen und ruhig. Klar wie am Bergsee. Und du hattest recht, das war ja das Schöne. Die Hektik und der Stress gingen vorbei. Ganz schnell. Nur ein Augenblick. Blicke. Augenblicke, ich weiß auch genau, wie dein Blick damals war, als wir gemeinsam diskutierten, lachten, Scherze machten über dieses und jenes. Es ist inzwischen alles vorbei, ganz schnell, nur ein Augenblick. Blicke, Augenblicke, manchmal frage ich mich, wie dein Blick damals war, als es dich in den Tod riss. Als ich dein Auto überschlug und du nach einem Genickbruch sofort gestorben bist. Vorbei, ganz schnell, nur ein Augenblick. Blicke, Augenblicke, ich weiß wirklich noch ganz genau, wie mein Blick damals war, als ich die schreckliche Nachricht erfuhr. Katja hatte angerufen, nichts ahnend nahm ich den Hörer ab. Du, ich muss dir was ausrichten, Alex ist gestorben. Leer war mein Blick, fassungslos, ich konnte und wollte es nicht glauben. Wie, unser Alex? Ja, was für eine blöde Frage, das doch im Grunde genommen war. Natürlich, unser Alex, welcher Alex denn sonst, aber ich konnte und wollte es nicht glauben. Alex, das war Leben gewesen, pure Vitalität. Alex konnte, er durfte nicht tot sein. Doch, so war es. Vorbei. Ganz schnell. Nur ein Augenblick. Mir fehlten die Worte, oder zumindest die richtigen. Mein Blick war kalt und leer. Erstmal frische Luft schnappen, dachte ich, einen klaren Kopf bekommen, die Augen starr gerade ausgerichtet. Ich ging spazieren und nachdem ich die ersten 10 Minuten gelaufen war, füllten sich meine Augen mit Tränen und mein Blick wurde glasig. Blicke, Augenblicke, ich weiß wirklich noch ganz genau, wie die Blicke der Freunde und Kollegen damals waren, als wir uns vor dem Friedhof zur Beerdigung trafen. Eine Mischung aus Trauer und Dankbarkeit stand in ihren Augen. Zumindest, sofern man das unter den Tränen überhaupt erkennen konnte. Bei ihnen zu sein, gab mir ein wenig Trost. Wir tauschten uns aus über Augenblicke, die wir mit unserem Freund gemeinsam erlebt hatten. Doch die meiste Zeit schwiegen wir, lagen uns in den Armen und reichten uns gegenseitig das Taschentuch. Blicke. Augenblicke, sie sind etwas Wunderbares. Wir sollten lernen, sie zu teilen, bevor es zu spät ist. Macht mal die Augen zu und denkt drüber nach, bevor es vorbei ist. Das geht oft ganz schnell. Vorbei. Für einen Augenblick. Danke fürs Zuhören.